Und der Drache. Was soll dieses Wissen? Ich verstehe es nicht. Ja, verstehe ich auch nicht. Was? Likanthrop, ne? Lass ihn mal melden. Der ist ein scheiß Hater hier. Ich hab doch jetzt gar nichts gemacht. User joined your channel. Also ich habe ihn jetzt gemeldet. Er wird gleich gebannt. Ich habe irgendwie nicht aufgepasst, was er wird. Verdammt. Hier, Marcel, willst du mein GF sein? Ja. Der spammt hier die ganze Zeit. Soll Z wegmelden. Nee, getrollt wird nicht. Ja, getrollt wird hier nicht. Mann. Ich hab dich was gefragt. Ja, getrollt geht nicht. Nee. Ey, Alex, sag mal was. Nee, nee. Ich packe jetzt die Saul Goodman Moves aus. Likanthrop ist ja auch nur Gast. Alex. Warum antwortest du nicht auf meine Frage? Du bist bestimmt ein Hater, oder? Likanthrop, ja, der ist Hater. Der Hallo? Muss sofort gebannt werden. Ja, hoffentlich auch. Sicher ist sicher. Ziemlich unfreundlich von dir. Ich glaube, ich sollte dich mal melden. Hat er da vorhin Fußball geguckt? Gibt's hier noch Leute, die Cookie-Clicker spielen? Ja, ich. Nein. Ja. Kommt da noch was nach Prism? Wie bitte? Na, kommt da noch was nach Prism? Ich weigere mich, Cookie-Clicker als Spiel anzusehen. Ja, ich doch auch. Warum fragst du denn? Na, weil ich neugierig bin. User left your channel. Jedi Knight, freust du dich schon auf den nächsten Star Wars Film von Disney? Ja, freue ich mich ziemlich drauf. Nee, Alex ist auf jeden Fall ein Spion, also der hat schon oft gute Leute verraten. Allen außer Alex und Rache. User joined your channel. Wispelt mich bitte nicht an, das kann ich nicht ausstehen. Ja, er hat's nicht gemerkt, dass ich's bin. Lol. Ist ein Grund, warum jetzt alle ruhig sind? Nein. Weil alle lachen. Ja, schon so. Lachen ja, sollen wir ja auch nicht. Was darf man überhaupt? Man darf nicht flüstern, man darf nicht lachen, man darf nicht nichts sagen. Gar nichts darf man hier. User in your channel was banned from the server. Ich hab nichts davon gesagt, dass ihr nicht lachen dürft. Ich sagte, das ist verflucht. Das ist dachte, es ist verflucht. Boah. Eine Sache, die ich absolut nicht ausstehen kann, ist, wenn man andere ständig unterbricht, wenn man was sagen Warum? Will. Weil es verflucht unhöflich ist. Ach so. Ich habe nicht gesagt, dass ihr nicht lachen dürft. Ich sagte lediglich, dass es seltsam ist, wenn Hater das, wenn Leute lachen, wenn man gerade mit einem Hater spricht. Ist Kiefern erlaubt? Nicht, wenn man damit andere verarscht oder damit zur Kenntnis gibt, dass man selbst ein Hater sein müsste. Ja, ich glaube, viele sind hier jetzt sehr unsicher, was sie dürfen und was sie nicht dürfen. Ihr dürft euch ganz normal verhalten. Ich denke, jeder dürfte wissen, wie man sich benimmt. Zumindest hat man das irgendwann als Kind einmal gelernt. Und oben stehen ja auch die Regeln. Kommt alle sind da davon. Dann lese ich mir die mal durch. Vielleicht besser so. User left your channel. Also irgendwie bin ich ja gerade dabei, so ein bisschen den Rücken zu kehren. Als Fan ist das ja schon irgendwie so ein bisschen komisch, wenn man nicht lachen, sagen, keine Ahnung, das ist ja irgendwie... Nein, du darfst nur nicht lachen. Lachen ist aber auch schon fies. Bist du jetzt ein Hater, lache gerne. Was? Ich lache Leugnest sehr gerne sogar. Du darfst nicht über Hater-Sachen lachen. Ja, warum denn nicht? Ich finde die Regeln sinnvoll. Du darfst die heiligen Worte des Drachen nicht leugnen. Das okay, ist das zweite Gebot der Regeln. Hast du die nicht gelesen? Ja, gut. Was ist denn das erste? Ja, erste getrollt ist, wenn der Drache vielleicht Laune hat, nichts sagen. Ganz genau, sonst kommt der Drachenmoral raus. Okay. Der Speer. Das ist dann natürlich sehr sinnvoll, okay, dann verstehe ich das. War das denn gerade wieder das Ringelbo geschafft? Nein. Das kann doch gar nicht sein. Das ist so ein Hater. Das ist so nur für Fans hier. Ja, aber der hat ja total die Hexer-Skills, deswegen, der kommt hier ja immer rein. Es geht gar nicht. Das ist gar der ML-Seite, das ist der WordPress-Seite. Nee, das ist nicht möglich. Was soll das denn überhaupt sein? User left Oder wer? Channel. Der Drache sollte das nächste Mal nicht nur bannen, sondern auch Hausverbot erteilen. Ja. Getrollt wird mehr. Sozusagen den Bann auf die nächste Stufe heben, dann so schriftliche Abmahnung oder sowas. Platzverweis. Einfach in die Serverregeln eintragen. Keine Vielleicht Regeln doch schaffe. Einfach mal eine dicke, fette Anzeige rausholen. So, es geht ja nicht, dass sie immer raufkommt. Der Eintrag ins Klassenbuch mit blauem Brief an die Eltern. Sag mal, Linkantrof, ziehst du das jetzt ins Lächerliche oder was? Also wirklich, das fragst du mich? Das kann ja auch nur ein Hater fragen. Eben. Jemand, der sich Noberto Blanco nennt, wirklich, der einen der größten Musiker Deutschlands verballhornt. Das kann nur ein Hater sein. Wer ist denn hier kein Hater übrigens? Ich zum Beispiel. User joined ich auch nicht. Ich auch. Wenn ich jetzt noch nicht kommen muss, werde ich richtig umgehalten. Ja. Was ist denn jetzt los? Habe ich mir schon die ganze Zeit gedacht, dass du eine bist. Just. User in your channel was banned from the server. So. Wer war das? Irgendein Hater wahrscheinlich mal wieder, der ist mir vorhin schon aufgefallen. So, folgendes, Leute. Wenn euch meine Regeln hier nicht passen, dann braucht ihr hier nicht kommen. Dieser Server ist dafür, dass die Leute, die Fans sind, mit mir hier sich unterhalten können, vielleicht mit mir spielen können, vielleicht mit euch spielen können. Das ist als Community-Seite gedacht. Ihr geht zwar von mir aus, aber das ist als Community gedacht für Drachenlord, für die Drachenlord-Fans, für alle, was mit Drachenlord zu tun haben.
Mag sein, dass ich jetzt für die Leute, die jetzt neu hier sind, die das erste Mal hier sind, arrogant wirke. Aber nach mehr als 800 Leuten, die ich bisher gebannt habe, glaube ich, dass mich das einfach mal, dass mir das einfach mal zusteht, dass ich mich jetzt einfach mal drüber aufregen darf. Wenn ihr denkt, dass ich zu aggressiv die Leute banne, dann schaut euch ja mal die ganzen Videos auf YouTube an, die mich haten und die meine Videos haten und alles. Wahrscheinlich läuft auch hier wieder irgendwo eine Aufnahme und ich sag zu demjenigen, der hier schon wieder eine Aufnahme laufen hat, und da bin ich sicher, dass es einer dabei ist, fick dich. Du bist ein arbeitsloser Penner und hast nichts zu tun. Und alle anderen, die jetzt hier wieder rumschneiden und rumscheiße machen, lasst es. Wenn euch die Regeln hier nicht passen, habt ihr hier nichts verloren. Ansonsten dürft ihr euch gerne über den ganzen Channel verteilen und euch hier als Community wohlfühlen. Aber ihr braucht hier nicht jetzt rumhaten, rumtrollen und lauter so einen Scheiß machen, denn ich habe immer noch ein paar Leute dabei, die sowohl als normal als auch nicht als normal sind, die mir immer wieder mal Sachen sagen, was hier abgeht, wenn ich nicht da bin. Also würde ich mal vorschlagen, ihr verhaltet euch mal anständig anderen gegenüber und allgemein hier auf dem TS. Ich habe das vorhin probiert, in die anderen Channels kommt man ja gar nicht rein. Bei den Spielen musst du Raum 2 gehen, bei den Spielen oben. Ja, also haben wir Raum 1 probiert. Seid mal ruhig, was ist denn das? Was? Schön. Da hat doch gerade die ganze Zeit irgendwas angeklingelt, oder nicht? Nee, es war nur bei dir. Nee, hier kam nichts an. Ich hab nichts gehört. Vielleicht der Pizzabote bei dir. Vielleicht hat dich jemand angewispert oder so. Mach doch kein Theoretisches, ob ich ein Telefon hab. Wie auch immer, wir hatten schon genug Leute hier, die auch irgendwelche Samples und so einen Scheißdreck abgespielt haben. Von mir aus kann jeder, der hier ist, ein Troll sein oder auch kein Troll sein, das ist irrelevant. Mir geht's nur darum, dass hier nicht rumgetrollt wird und andere verarscht werden. Mehr will ich gar nicht. Ich dachte, du bannst Regenbogenscharf immer sofort, egal was der macht. Ja, warum? Weil er hat einen gesamten Account, wo er mich mit seit Wochen und Monaten und Jahren, seit einem Jahr jetzt schon verarscht. Deswegen fliegt er dauernd, weil es ein Hater ohne Gleichen ist. Bei Regenbogenscharf ist das eine Sache, da weiß ich, wen ich da bannen kann, weil es definitiv ein Hater ist, der es einfach nicht einzieht, dem ich auch mehr als eine Chance gegeben habe, es einzusehen und es einfach nicht tut. Ich finde eigentlich eher, dass der auf eine humorvolle Art und Weise dir so eine Art mal setzt. Das sehe ich anders. Wenn der sowas machen will, ist es eine Sache. Wenn der allerdings hergeht und Sachen aus dem TS hier nimmt, da mitschneidet und die dann hochlädt bei sich, nee, also ganz ehrlich, das muss echt nicht sein, oder? Ja, ich glaube, das ist so halb legal, das Ganze. Das ist überhaupt nicht legal, das ist komplett illegal. Man darf von anderen Leuten, außer es sind mal kurze Ausschnitte von Bildern oder sowas, wo das Fair-Use-Prinzip gilt, darf man nicht von anderen Leuten Videos, Audios oder sonstige Dateien von Bildern, Namen und so weiter mal abgesehen mit ins Video nehmen. Das darf man einfach nicht. Deswegen habe ich ihn bisher auch noch nicht geblockt. Ich habe ihm zwar immer wieder gesagt, dass mich das abfuckt, dass ich das nicht will. Er hat weitergemacht und dann hat er plötzlich solche Sachen mit reingeschnitten. Und seit er das macht... Warum zeigst du ihn dann nicht an? Warum ich ihn nicht anzeige? Weil mich das alles völlig kalt lässt. Ich habe bloß keinen Bock, dass hier andere Leute noch mit reingezogen werden. Du redest über die ganze Zeit drüber. Okay, in welchem Video habe ich Regenbogenscharf groß erwähnt? Nein, hier. Das, was ich hier sage, ist ja wieder was ganz anderes, oder? Das hier ist privat, hätte ich jetzt mal gesagt. Zumindest mit den Leuten, die jetzt hier sind. Ich sage nur, auch wenn zeigt es hier Haters sind. Zeig dir nur, dass es nicht kalt lässt. Könnt ihr einander mal ausreden lassen? Dass es dich nicht kalt lässt. Wieso lässt es mich nicht kalt? Wie kommst du jetzt drauf, dass mich das nicht kalt lässt? Naja, weil du die ganze Zeit drüber redest. Wann erwähne ich den? Außer wenn ich sage, ja, ist er schon wieder da, lösche ich ihn, banne ich ihn, Ende. Wann habe ich über ihn gesprochen? Außer das eine Mal, wo ich jetzt gerade erklärt habe, was er da gemacht hat und das neulich noch einmal das genau dasselbe erklärt habe wie gerade. Ja, du hast recht, lässt dich kalt. Pass auf. Dieses asoziale Arschloch kann machen, was es will. Das interessiert mich einen Scheißdreck. Und das einzige Mal, wo ich ihn hier erwähnt habe, ist, wenn ich ihn gebannt habe. Ich habe eben mal ein Video von dem angeschaut, der malt ja nur so Sachen. Der hatte ich doch gar nicht da drin, oder? Schau dir mal den Titel an, schau dir mal die Sachen an, in denen es in dem Video geht, um die es in dem Video geht. Aber dein sind ganzer auch Kanal, von dir drin? Dein ganzer Kanal ist eine einzige Hommage daran, mich zu verarschen. Ja, aber solange es dort keine Bilder gibt, hast du Ich habe keine Ahnung, ob er Bilder verwendet hat, aber das, wo er echt... User in your channel was banned from the server. Warum hast du ihn denn gebannt? Was hat das denn jetzt? Was ist denn das jetzt, Alter? Ja, was hat der denn gemacht? Wartet mal. Bann mal Schnappi bitte, das ist ein Troll. Der hat sich doch nur geräuspert. Nee, das war keine Absicht, jetzt soll ich ihn bann auch gleich wieder. Hier, Drache, wenn man der mal 5 Minuten weg will, muss man dann wirklich einen AFK-Raum oder nicht? Wenn du mal bloß 5 Minuten weg bist, macht das nix. Ja, weil das letzte Mal wurde ich einfach gekickt, als ich wieder kam. Ich war nur kurz weg. Wenn du dich die ganze Zeit mutest und wir dich ansprechen und du nicht da bist, dann ist es... Wenn das in so einem Fall ist, dann geh, wenn du nicht weißt, wie lange es dauert, einfach in den AFK-Raum. Dafür ist er da. Okay, dankeschön. Ich habe ihn gerade deswegen gebannt, weil bei mir im Hintergrund irgendwas ablief und ich keine Ahnung habe, wo das herkam. Und ich dachte, dass das wieder so ein Sample ist, was jemand abspielt, weil es jetzt schon das zweite Mal passiert ist. Also hier spielt niemand was ab, das kann ich garantieren, aber vielleicht wispert dich ja jemand an oder so. Wenn mich jemand anwispern würde, dann kommt Kassor Sound. Dann wird's wohl vom Game vielleicht kommen.
Ich habe gar kein Game an mehr. Ich habe das gerade ausgemacht. Ich habe gerade sogar Ding ausgemacht, Steam. Also hier kommen wirklich keine Geräusche, kann ich dir garantieren. Ich muss mal kurz meine Vögelbett fertig machen, bin kurz weg. So Laken über den Käfig und so. Vögelbett fertig machen. Ja, halt Tuch drüber und sowas. Kannst du die Hater denn nicht einfach ignorieren, so dass sich das hier selber regelt? Dann musst du nicht ständig bannen. Schön wär's. Prost, Leute. Prost. Prost. Und eine schöne Shisha geholt. Ach, was für ein Tag. Was war los? Noch Peps? Was wir vielleicht machen können, ist den Normalos hier in dem Raum Channel-Admin zu geben. Das würde schon mal etwas helfen. Ja, meinst du, ich bin so bescheuert oder was? Sicher. So, Channel-Admin. Nicht Server-Admin. Sicher nicht. Wir hatten da so eine Computerstimme. Was? Gefragt, wer so eine Computerstimme hat. Nichts in die Richtung werden. Hast du jetzt schon Kaffee gemacht, Drach? Und die Uhrzeit noch Kaffee? Hast du vorhin erzählt? Ich hab mir keinen Kaffee gemacht bisher. Ich trinke noch mal einen Tee. Drache, hast du Lust, vielleicht eine Runde Cookie-Clicker zu spielen? Läuft bei mir die ganze Zeit nebenbei. Ach so, auf wie viele Cookies pro Sekunde bist du denn momentan? Keine Ahnung. Moment. Wieder da. Bibi. Hallo. Bibi, hallo. Bibi. Damit ihr auch was von der Shisha habt. Wer raucht denn da Bon? Meine Shisha. Bon hört sich anders an. Bin momentan auf 4,31 Billionen bin ich gerade. Aber das kann ich noch ändern. Oh, Sekunde. Ich bin mal kurz zur Tankstelle. Vielleicht hat dann nachher einer Lust, Cookie-Clicker zu spielen. Bis gleich. Bringen wir Zigaretten mit. Bin auf 4,548 Billionen im Moment pro Sekunde, ja. Und gerade habe ich wieder entbrannt. Sagte, ich bin auf 548 Millionen Cookies pro Sekunde. Kannst du nochmal sagen die Zahl? Ich verstehe die nicht. User in your channel was banned from the server. Noch offensichtlicher geht's ja wohl nicht, oder? Sorry, weil es 4,548 Millionen steht. User in your channel was banned from the server. So, bist du noch ein paar Mal da? Dann können wir den TS nämlich nachher irgendwann nochmal aufmachen. Hier, Drache, übrigens, was ich meinte, dass du den Normalos nur Channel-Admin gibt. Das heißt, die können nur aus hier dem Raum Leute rauskicken, wenn die halt irgendwie rumtrollen und Scheiße machen oder so. Ja, gibt nur ein Problem, ne? Wir hatten schon unter den Normalos genug Leute, die rumgehatet haben und Leuten das Passwort gegeben haben. Deswegen kriegen die Normalos auch kein Passwort mehr, sondern bekommen jetzt dann demnächst die Möglichkeit, reinzukommen ohne Passwort. Gibt ein paar Leuten, denen ich vertraue, die auf Normalos sind, aber die sind so gut wie nie in dem Raum hier, weil die das gleiche abfuckt wie mich auch. User joined your channel. Bettel, servus. Hallo. Ja, das Problem, Drache, ist halt nur, wenn man so neu ist auf dem Server hier, da muss man ja auch erstmal ein paar Leute kennenlernen, mit denen man dann in die einzelnen Channels dann gehen kann. Ja. Man kann auch einfach in den bestimmten Raum gehen, in den man rein möchte, und die anderen, die ebenfalls das Spiel spielen möchten, können nachjoinen oder können auch reinjoinen. Ja, muss man halt nur so lange dann warten, dann ist man alleine. Das, hier ist halt, das machen ja. Ein paar Leute machen das doch auch. Wenn das ein paar Leute mehr machen würden, dann würde das auch langsam aber sicher zu einer Community werden. Okay. Aber so natürlich nichts. 66 Trillionen brauche ich noch, wenn wir wieder ein Update kaufen. Der Typ ist mit Sicherheit noch da, den ich gerade dreimal gebannt habe. Um was geht's da leicht? Ich war gerade AFK. Ach, ich habe schon wieder so einen Typen gebannt, der mit mehrfachen Accounts da war, vermutlich mal wieder regenbogenscharf. Okay. Woher weißt du das denn, dass du mit mehrfachen Accounts da war? Der hatte viermal die gleiche Stimme. Oder sechsmal die gleiche Stimme. Oder ich kriege ihn raus und er kommt wieder rein mit einer neuen Stimme. Oder er spricht und es leuchten drei Lichter. Und da spricht aber nur eine Person. Das hatten wir vorhin auch. Vorhin war jemand unten, das war auch regenbogenscharf. Er war unten. Einmal mit einem Account im Essensraum, einmal war er hier und hat mit uns gesprochen. Jemand hat gemeint, dass der da ist, und dann hat er gemeint, dass es auch regenbogenscharf ist, weil er seine Stimme erkannt hat. Dann sagt er so zu mir, dass er das ist. Vorher hat er mir gesagt, dass der andere das ist, und hat gemeint, dass die beiden das sind. Also bin ich gegangen, hab gesagt, er soll mal raufkommen, und dämlich wie der Kerl ist, komm da rauf, sag ich, er soll das sagen. Entmutet sich, sagt was und beide Lichter leuchten. Dann frecht man sich ehrlich noch, ob die Typen dümmer sind als Brot, ey. Brot kann wenigstens. Das war geliebt. Richtige Detektivarbeit. Nee, man merkt das ja auch oft, dass die ziemlich dumm sind. Die schreiben auch Metal mit 2D und sowas, ne? Das machen sie, um mich zu ärgern. So. Aber wahrscheinlich sind wir wirklich so dämlich und meinen, dass Metal auf Fränkisch so geschrieben wird, als ob das irgendein Franke so schreiben würde. Gibt's da einen Duden fürs Fränkisch? Mit Sicherheit. Aber. Das ist aber auch eine eigene Sprache, oder? Ja,
Franklin kann jeder, wenn er wegen Moch steht. Da ist er halt ein bisschen bläder, aber wenn du das kannst, ist das auch verschieden. Ist doch. Nee, das Franklin, das ist halt immer so eine Sache. Wenn jemanden hören willst, der richtig Fränkisch spricht, ich kann es zwar, ich spreche es aber nicht gerne. Das brauche ich bei mir in der Gegend hier auch nicht. Aber einen richtigen Frank, wenn du mal singen magst, dann gehst du mal her. Entschuldigung. Jetzt bin ich voll im Franken drin. Wenn du mal einen richtigen Franken sehen magst, dann gehst du mal auf YouTube und gibst einen Bambers. Besten Bambers in der Nähe oder Bambers in der Sauna oder irgend sowas. Das ist ganz lustig. Das ist ein Comedian aus Franken. Das ist ein Nürnberger. Er erzählt halt auch übrigens so seine Geschichte. Hab ich auch schon live gesehen. Der ist richtig cool. Das war mal ein Busfahrer in Nürnberg ursprünglich. Dann hat er irgendwann mal so ein Video hochgeladen und ja, ist gut auch. Wie heißt der? Bambers. Bambers? Ich kann auch mal kurz nachschauen. Bambers? Der ist doch auch öfter auf dem Ruiz, oder? Bambers und der Necher. Der was? Bambers und der Necher. Hey. Moment, ich schick's euch. User left your channel. Ja, Bambers und der Necher. Ja, ich hab ihn schon auf dem Breeze gesehen. Auf wen freust du dich eigentlich am meisten auf dem Summer Breeze? Also, welche Musiker? Moment. Ich kann dir ein VIP-Ticket besorgen, wenn du möchtest. Freu mich. Was? Was hast du gesagt? Ich kann dir ein VIP-Ticket besorgen, wenn du möchtest. Ich bin jedes Jahr dort. Ja, ich bin jetzt auch das vierte Jahr in Folge da. Nee, weil ich bin da ja nur als Besucher. Ich auch? Nee, ich meinte damit, ich bin da gar kein VIP. Ich bin ganz normal als Besucher da sein. Ja, bist du ja auch. Du kommst halt nur umsonst rein und in die VIP-Area. Da sparst du dir den Berg zur Bühne. Das ist aber das Schönste am Breeze, wenn man über das ganze Festivalsgelände laufen kann, um zum Set zu kommen. Ja, das hast du ja trotzdem nur den einen Berg. Da, wo die Stände sind, gibt's auch den schlammigen Berg nach oben Richtung Bühne. Den brauchst du nicht, sondern bist direkt vor der Bühne. Ja, aber ich mag das. Es ist auch so eine Sache. Ich headbange ja für mein Leben gerne. Und manchmal fuckt mich das tierisch ab auf Konzerten oder auf Events oder auf Konzerten oder sonstiges Zeug, wo ich halt vorne stehe und da stehen überall die Leute neben mir. Deswegen stehe ich auch ganz gerne ein bisschen weiter hinten, damit ich richtig headbangen kann. War ja nur ein Vorschlag. Jo, sehr okay. Nee, ich bin ganz gerne normal drin. Ich mag auch dieses ganze, das eine hat jetzt mit dem anderen nichts zu tun, das ist mir klar, aber ich mag auch dieses ganze, ja, er ist YouTuber, er ist voll bekannt und so und es ist voll die Berühmtheit, oh, seid vorsichtig, wenn ihr den ansprecht, das mag ich alles nicht. Ich bin ein ganz normaler Mensch und auch dementsprechend rumlaufen oder mich behandelt fühlen. Ja gut, nur weil bei mir auf dem Bändchen was anderes steht, behandelt mich trotzdem jeder gleich. Ja, was ich damit meinte, ich bin voll oft damit zufrieden, wenn ich nicht als VIP da bin. So, muss ich mal ich kurz bin gucken. Gerne als VIP da. Wird wahrscheinlich Gewohnheitssache sein. Ich bin jetzt 4 Jahre in Folge da gewesen, war auf dem Wacken und so weiter. Battle Beast ist ja auch da krass. Also na gut, ich bin jetzt seit das erste Mal in Dinkelsbühl, davor war es ja in Absmünd. Und seitdem bin ich eigentlich dort. Wie lange ist das? 9 Jahre? 8? Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Ich bin erst seit 4 Jahren das erste Mal. Ich war vor 4 Jahren das erste Mal da und bin seit 4 Jahren jedes Jahr als da gewesen. Ja gut, für mich ist ja Heimspiel. Ich wohne ja 15 Minuten oder 20 davon weg und komme umsonst rein. Naja, ich wohne auch nicht sonderlich weit davon weg. Das sind bei mir auch bloß, also wenn das sei, 80 Kilometer. Im Vergleich zu Wacken ist das eine Krise. Also, was ich gerne, worauf ich mich freue, ist Megahertz, Heidevolk. Creator, habe ich zwar schon gesehen, aber ist immer wieder gut. Creator habe ich, glaube ich, sogar auf Wacken damals gesehen. Sodom, naja, gut, muss ich mal anschauen. Ja, Sodom ist schon cool. Trivium hätte ich auf Wacken sehen können, habe aber erst kurz nach Wacken von der Band erfahren. Hat mich tierisch abgefuckt, das Trivium will ich mir auf jeden Fall anschauen. Gibt's auch Techno oder sowas? Das ist Summer Breeze nicht. Gott sei Dank. Will ich Summer Breeze. Ich hab nichts gegen Techno, aber ein Metal-Festival ist genau das, ein Metal-Festival. Und Wacken ist, finde ich, völlig für den Arsch, dass die mittlerweile sowas mit dazu nehmen. Weil es ist kein Metal-Festival mehr, meiner Meinung nach. Ich habe nichts gegen sowas. Ich gehe auch auf ein Wave-Festival wahrscheinlich das Jahr noch, das ist noch nicht sicher. Aber da will ich auch noch hingehen. Und dann, ja, höre ich mir das schon auch an. Aber wie gesagt, ich mag halt einfach das Zeug nicht. Fahren nach Leipzig bald. Da ist das WGT wieder. Wie immer sehr geil. The Forest, Apokalyptischen Reiter. Ein Kumpel von mir würde wahrscheinlich wegen Eisregen mitgehen. Ja, Equilibrium ist doch auch dabei, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich bin mehr so der Black Metaler. Da habe ich auf Festivals nicht so viel verloren. Zumindest nicht auf solchen. Da gibt es doch auch genug Festivals. Ja, es gibt halt so Underground-Festivals. Ja, es sind halt die kleinen und da ist es aber auch meine Favoriten, also meine Lieblingsbands treten auch nicht so oft auf. Ja, die kleinen sind wirklich die besten. Tatio Mortis mag ich. Nightwish muss ich mir auf jeden Fall anschauen mit der neuen Sängerin, ey, ohne Scheiß. Das ist so ein episch geiler, wie heißt's? Arsch. Oh,
auch. Nee, das ist ein solch episch geiles Event, also es ist so ein episch geiles Album, Erzähler, was da rauskommt. Dinge ist ja richtig mega. Oh, Drache, du hast gesagt, du magst Heidevolk. Die habe ich auf dem Metalfest in Österreich kennengelernt. Die habe ich so dermaßen mit selbstgemachten Absinth vollgepumpt, dass sie der ganze Tourbus vollkotzt haben. Das fand ich witzig. Du magst ja, Absinth selbst? Ja, klar. Nice. Ich kenne Heidevolk auch. Ich hab... Läuft bei dir. Ich habe die ja sogar damals, live gesehen und habe sogar für die schon Equipment geschleppt. User joined your channel. Ja, die sind voll nett. Für Heidvolk. Ja, cool. User was wo das? Out of your channel. In einer Disco, wo in Nürnberg einmal war. Die waren in der Disco? Nice. Die haben in einer Disco haben einen Auftritt gehabt, ja. Ah, okay. Der wo damals die Disco gehabt hat, hätte der sich nicht so blöd angestellt, hätte den richtig geile Disco aufziehen können. Aber der hat ein bisschen zu viel Scheiße gelabert. Ja. Der Besitzer von der Disco. Ah, okay. Ich will nicht sonderlich viel gegen ihn sagen, weil er ist echt ein guter Mensch und ich verstehe mich auch echt super mit ihm. Ich kenne ihn auch privat und alles, so zumindest ein bisschen. User left your channel. Aber es war halt schon, naja, in dem Bereich hätte er sich ein bisschen besser anstellen sollen, sag ich ja mal. Lauch, du tippst ziemlich laut. Jo, hab's auch gerade gemerkt. Ich auf. Hallo übrigens, guten Abend, Freunde. Hallo. Hi. Abend. Hallo. Hi. Ach, siehst du, hab ich das jetzt vorhin eigentlich getweetet? Wahrscheinlich nicht, mal nachgucken. nein, hab ich nicht getweetet. Also, nochmal einen Tweet verfassen. Arbeit. Spät für Tweeten eigentlich. Fasse einen Tweet. ja, ich schreibe jetzt einfach, fasse einen Tweet. Auf welchen Festivals bist du eigentlich noch? Kann nur sagen, was geplant ist. Einzige, was wirklich sicher ist, ist Summer Breeze. Ja.